Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Wie ihr merkt, schönes Wetter. Und ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal mein XXL Mega Tibi von innen vor. Es hat sich die letzten Tage einiges verändert, also sehr viel verändert. Ich stelle euch zudem noch meine Special-Ausrüstung vor und wie es eigentlich dazu kam. So, ich mache erstmal die Tür zu, damit es hier auch drin ein bisschen ruhiger ist. Ja, ich fange auch am besten hier vorne gleich an. Also hier befindet sich einmal ein Schalter. Wenn ich hier rauf drücke, dann hat man gleich hier so eine Lichterkette, die ein bisschen Licht bringt. Ich komme meistens hierher, wenn es dunkel ist, also nach der Arbeit sozusagen. Und da ist es immer sehr praktisch, wenn man Licht hat. Gut, ich zeige euch mal den Fußboden. Auf dem Fußboden befindet sich Holzschnitzel, weil es hier immer so ein bisschen feucht auf dem Fußboden war. Ja, wenn man hier dann halt reinkommt, dann hat man als allererstes so einen kleinen Mini-Tresen. Normalerweise befinden sich die Sachen hier nicht drauf, die wollte ich aber noch vorstellen, aber erst zum Schluss, weil das wieder so eine kleine Special-Ausrüstung ist, die euch gefallen könnte und mit der ihr auch was anfangen könnt. Ja, hier drinnen sind geheime Sachen für Erwachsene. Also, versteht das nicht falsch. Auf jeden Fall nichts für Kinder. So, auf jeden Fall habe ich hier dann so eine dünne Holzplatten als Wand einmal bis da hinten hingebaut. Einmal, weil es sich ja auch erwärmt und ja, es sieht einfach rustikaler aus. Ja, hier vorne befindet sich die erste Sitzbank. Sie ist sehr gemütlich, weil sie aus Stroh besteht. Hier habe ich nochmal eine Rückenlehne. Damals saß man hier so vor dem Feuer und das war irgendwann ein bisschen unangenehm. Aber auch hinten zieht der Wind. Deswegen habe ich mir gedacht, Rückenlehne muss sein. Und das hier ist eine ganz normale Trainingsmatte, so für Yoga oder so, die ich hier herangeschraubt habe. Und das bringt schon was. Also es wärmt, es isoliert und man sitzt hier ganz gemütlich. Ja, die Rückenlehne hier, die ist improvisiert mit einem Schlafsack. Hier spürt man die Kälte noch durch, weil ich habe ja einmal um das Tibi herum eine zusätzliche Belüftung gemacht, damit man halt hier nicht erstickt, weil der Rauchabzug hier ist ein bisschen problematisch gewesen die letzten Monate und ich musste halt immer mehr improvisieren und immer mehr umbauen und jetzt habe ich das perfekte Ergebnis. Nachteil, die Füße frieren jetzt ein, weil das unter den Paletten richtig zieht. Hier in der Ecke haben wir die Pfeil- und Bogenecke. Ich stelle euch die nochmal vor, womit ich damals angefangen habe. Ja, ich habe meine Fähigkeiten 4 Jahre lang noch im Bogensportverein fortgebildet. Ja, hier habe ich einmal so eine Wildschweindecke. Also es dient auch einmal zur Anschauung und einmal, um den Ofen hier hinter zu verstecken. Der Ofen, das war damals so geplant, dass ich hier in der Mitte den Ofen habe und halt das Tipi nur mit diesem Ofen wärme. Aber es fehlte damals an Rohre. Ja, und deswegen habe ich alles so ein bisschen improvisiert und eine Fallstelle dann doch in der Mitte hingebaut. Ja, auf der anderen Seite geht es dann natürlich weiter. Der Ofen dient natürlich jetzt auch als Begrenzung für das Feuerholz, also für das Anmachholz. Ich habe hier immer Palettenholz und das stapel ich immer bis hier oben hin, damit ich ja reichlich Anmachholz habe. Weil dicke Balken brennen halt nicht alleine und wenn, dann glühen sie meistens vor sich hin. Und dann muss man ab und zu immer so ein dünnes Holz dazu packen. Das kann man mit dem machen, aber das kann man auch mit den trockenen Hölzern von draußen machen. Ja, hier vorne habe ich meine Scheinwerfer. Den habe ich jetzt einmal hier stehen, um dann halt abends einmal Licht hier zu haben zum Bauen und einmal, um halt meine Videos zu drehen. Wenn das Lagerfeuer zu schwach ist von dem Licht her, dann kann ich die hier einfach anmachen. Ach. Ich kann sie mobil halt irgendwo hinstellen. Die sind hier vorne einfach nur mit Akkus. Und ich kann auch hier raufdrücken und die Messanzeige schauen, wie voll die noch sind. Und ich kann sie sogar aufladen mit Solarenergie und Powerbanks. Das zeige ich auch nochmal, was ich alles dabei immer habe. Ja, hier oben habe ich einen Wildschweinschädel. Und also der ist echt. Und einmal hier einen menschlichen Schädel, der ist nicht echt. Wäre ja auch verboten. Der ist aus Kunstharz. Gut, auf jeden Fall habe ich auch hier überall oben nochmal wieder Lichter. Das sieht richtig gemütlich aus hier abends. Also man kann hier mit künstlichem Licht arbeiten. Man kann hier halt mit Kerzenlicht arbeiten. Das ist richtig cool gemacht.
sehr viel Zeit investiert, sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und die meisten Sachen hier wurden natürlich gesponsert. Und das Einzige, was ich eingebracht habe, was heißt das Einzige, ist meine ganze Freizeit. Das hat ja Monate jetzt gedauert, bis ich hier dieses Ergebnis hatte. Jeder, der mal hier war, merkt, wie viel Liebe in Detail steckt und wie viel Arbeit und Mühe das gekostet hat, das hier alles so aufzubauen. Ja, und jetzt kommen wir mal so langsam mit dem Schwenk dahin. Ja, hier ist mein Grill. Das baue ich hier immer wieder vor, über der Feuerstelle. Ja, der eine oder andere kennt sie schon. Ich habe hier eine handbetriebene Kettensäge. Und ich habe sie im Video schon vorgestellt, sie läuft wunderbar. Das ist einer meiner Lieblingsausrüstungsgegenstände, weil sie leicht ist und sehr viel weghobelt. Sie hobelt ja in beide Richtungen. Also wenn ich so ziehe, hobelt sie und so. Top Teil. Einer der Ausrüstungsgegenstände, die ich nur empfehlen kann. Ich habe eine im Tibi und eine im Rucksack. So, ja, hier habe ich einmal mein Kochgeschirr. Ich gehe jetzt nicht in jedes kleinste Detail ein, aber so in den wichtigsten Sachen. Ja, ganz wichtig, ich will dir noch meinen Rucksack vorstellen und euch zeigen, was ich dort drin habe. Und das hier ist halt so eine Waage. Ich hänge meinen Rucksack ein und kann dann sagen, wie schwer er ist. Immer ganz wichtig zu wissen. Ja, dann habe ich hier einmal einen Temperaturanzeiger. Auch immer sehr wichtig, den Leuten mitzuteilen, wie viel Grad wir gerade haben. Okay, er sagt gerade, wir haben 1 Grad. Ja, das hier sehr wichtig für jeden. Auf dem Gaskocher oder auf dem anderen Kocher, um dann halt einen heißen Tee zu trinken oder halt Kaffee. Man muss ja nicht immer eine Feuerstelle anmachen. Von Primus. Wem ist interessiert? Ja, jetzt kommen wir zur Küche. Ich habe hier oben Gewürze, aber das gehört nicht dazu. Gut. Ich habe hier oben ein kleines Radio, falls ich irgendwelche Nachrichten hören möchte. Als man das Handy noch zuklappte. Genau. Ein kleines Radio ist immer sehr gut, wenn man halt wissen möchte, was gerade draußen in der Welt um sich geht. Aber das ist meistens aus hier. Ich habe hier eine JBL-Box mit Bluetooth und habe hier so meine eigene Waldmusik, die ich dann immer anhöre. Einmal hier Zahnpasta und Zahnbürste. Zähneputzen, halt nach dem Essen, ganz wichtig. So, dann habe ich hier noch Pfeffer, Oregano und Knoblauch. Ja, hier habe ich meine Küche, meine Essensstelle. Hier habe ich meinen kleinen, schnellen Brenner. Hier stelle ich einfach nur den Topf drauf oder die Teekanne und kann ganz schnell hier das Wasser erwärmen, kochen, wie auch immer. Dafür muss ich halt nicht immer das Feuer anmachen. Also ich habe hier auch Panzerkekse für zwischendurch. Die sind steinhart, das liegt nicht daran, dass wir Winter haben. Die sind schon so geliefert worden und ja, die habe ich von einem guten Freund. Der hat sie selber gemacht und ich sollte sie mal probieren. Erstmal schauen wir mal, wie sehr sie knacken. Oha, das hört sich richtig gut an. Schmeckt auf jeden Fall wie so ein ganz, ganz trockenes Brötchen. Leicht gesalzen und nach Sesam. Finde ich sehr nett von ihm. Wenn du die jetzt noch mit Oregano verfeinerst, sind sie noch leckerer. Vielen Dank für die Kekse. Ich zeige euch jetzt, was hinter diesen Zaubervorhang ist. Also, es befindet sich hier ganz viel Wasser, männliche Getränke und Mischgetränke natürlich auch. Ich habe das Essen hier drinnen in dieser alten Munitionsbox. So, dann zeige ich ja mal, was ich da drin habe. Sehr, sehr viel Nudeln. Ganz viel Instant-Nudeln, Schokolade. Wieder was für zwischendurch. Das hier ist ganz geil. Das sind so eine Pancake. Und davon wird man richtig satt, hält 2 Tage. Eine Dose Hühnertopf. Okay, und dann habe ich nochmal hier drinne Chivapchichi. Das ist so meine Essensbox, die ich hier drinne habe. Hier ist natürlich auch ein Sitzplatz. Hier kann man jetzt ganz gemütlich sitzen und halt ja auch hier sein Getränk genießen, seine Mahlzeit zu sich nehmen. Das ganze Tipi hat mittlerweile einen richtig hohen Wert bekommen. Also nicht nur materiellen Wert, sondern auch einen spirituellen Wert für viele. Ne? Man sitzt hier dann an der Feuerstelle und genießt das Feuer und reflektiert nochmal so das Leben, woraus es eigentlich überhaupt besteht. Ja, es ist viel Zeit vergangen.
dieses TBA aufzubauen. Aber es spendet auch wieder so viel Energie, wenn man hier nur sitzt, das Feuer beobachtet und einfach mal sein Leben reflektiert, was man bis jetzt geschafft hat. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag.